muss sowieso gucken, eigentlich. Müssen da zwei Türen rein. Da müssen zwei Türen rein. Ach, du haltst das im Kopf ja nicht aus. Echt jetzt? Draht? Unschön. Unschön. Sehr unschön. Nein, sonst... Oh. Warte mal, ich brauche doch nicht das ganze Erz jetzt mitschleppen. Ich habe genug Barren. So. Das brauchten wir. Machen wir so. Und Zahnräder wollten sie zwei haben. Da kommen aber vier. Ich mache, glaube ich, zwei. Ich muss auf jeden Fall zwei Türen machen. Ich muss auf jeden Fall zwei Türen machen. Na, eine muss ich ja hier machen. So. Dann war eine halbe senkrecht. Was habe ich hier? Ach lol, ich habe gleich die verbesserte Variation genommen. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ich Idiot. Materialverschwendung. Naja, was soll's. So. Und das hier muss dann wieder weg. Oder mache ich hier hinten? Ich muss auf jeden Fall auf die irgendwie an die Ballisten wieder ran. Wo ich kann hier hinter lang laufen, ne? Ja, ach doch, doch, das geht so. Okay. Da brauche ich doch nur eine Tür. Genau, das wird jetzt der Panic Room. Wenn ich da drin bin, wenn ich da rein muss, dann sind sie so weit, dass ich schon ja keinen anderen Ausweg mehr sehe und dann da oben drinne stehe. Ist ja die Frage, ob sie dann da hochkommen oder ob sie einfach die Base niederwalzen. Das wird sich dann aber zeigen, Freunde. Das wird sich dann zeigen. Aber das ist hier so meine letzte Bastion hier oben. Hier ziehe ich mich dann hin zurück, wenn nichts mehr geht. Wenn gar nichts mehr geht, dann gehe ich da oben rein. So, Stahlstangen brauchte ich auch noch. Da. Dann gehe ich da oben rein. Mit meinem Gewehr. Und dann gucke ich, dass ich so lange wie möglich dann hier oben drin überlebe. Was sieht die Tür jetzt aus? Und die kann ich nochmal... Was ist das denn? Eine Sicherung? Also alles habe ich, bis auf die Sicherung. Ich vermute, sie werden dann auch als erstes durch die Tür durchbrechen. Weil die kann ich nicht weiter aufwerten gerade. Ich brauche behauenen Stein. Dafür brauche ich Felsbrocken. Bearbeiteter Stein, nicht behauener Stein. Äste, wer hätte es gedacht? Ich habe nämlich keinen Platz mehr im Inventar. Also machen wir mal so. Ja, muss ich mir Ranken nehmen. Ich glaube, ich hatte hier aber noch irgendwie Backup-Ranken, ne? Hier? Habe ich eben irgendwo Ranken gesehen? Da. Hier sind noch 100 Backup-Ranken. Dann kann ich die hier benutzen und da Äste draus machen. Das ist okay. Dann kriegen wir noch ein paar bearbeitete Steine. Mein Safe Room. Ich bin mal gespannt, ob und wann ich diesen Panic Room hier brauche. Wie lange es dauert, bis ich wirklich sage, okay, ich bin da mal im Raum oben, ich warte dann mal auf meinen Tod. Also ich denke mal, es wird irgendwann passieren, weil ich glaube, auf ewig... Ich weiß nicht, ob man die Horden halt wirklich bis ins Unendliche aufhalten kann. So, vor allem wenn man, wie ich jetzt gerade hier auch, alleine spielt.
Ich glaube nicht, dass ich die unendlich lange aufhalten kann. Irgendwann ist halt einfach der Punkt erreicht, glaube ich, wirklich, wo dann einfach das Viehzeug durchbricht. Aber bis zu dem Moment, wo das passiert, wird noch viel Wasser den Fluss hinabfließen. Die Weisheit des Tages. So, kann ich denn noch Eisenbarren herstellen? Oh ja. Achso, Moment, ich brauche Platten. Also ich merke, ich kriege auch langsam Hunger. Ich werde dann hiernach auf jeden Fall noch mal eine Kleinigkeit essen. Ein bisschen was snabulieren. Jetzt fehlt mir noch genau ein so ein olles Stahlrohr. Ob wieder so einen ekelhaften Sprenger kommen wie in der letzten Runde? Die haben mich ja echt in dem Moment, das hat mich ja so ein bisschen umgehauen, ne? Kommt der Sprenger und zündet meine komplette Base an, ey. Das war schon eine Nummer. So, Freunde der Nacht. Jetzt habe ich alles getan. Erstmal. Was ich tun konnte, um diese Base noch irgendwie hin abzusichern. Egal, was jetzt die Runde passiert, es passiert. Hat auf jeden Fall, bis jetzt hat es richtig Bock gemacht. Es wird übrigens, also ich glaube nicht, dass jetzt an der Base groß Schaden passiert, glaube ich nicht. Aber schon mal für die Zukunft. Es ist für spätestens Ende Dezember ist eine Staffel geplant, auch vor allem für YouTube. Ich werde das wahrscheinlich für YouTube aufnehmen und dann sozusagen als Replay hier abspielen. Dann, ne, also YouTube-Videostream praktisch. Ist geplant eine Wingman-Staffel mit meinem besten Kumpel. Und der weiß es aber noch nicht. Da ich aber weiß, dass er meistens nicht die Zeit hat, sich meine Videos anzugucken, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das nicht mitkriegen wird. Weil ich glaube nicht, dass er sich jetzt noch irgendwie Videos hier angucken wird. Wie gesagt, er hat sowieso mal keine Zeit. Da ist dann auf jeden Fall eine Wingman-Staffel geplant. Da werde ich auch die Tage ein bisschen anders einstellen. Da werde ich dann nicht irgendwie 2 Stunden pro Tag, sondern wahrscheinlich 4 Stunden pro Tag, ja, einstellen. So, kann ich da jetzt irgendwas nachgucken? Okay, sieht man jetzt nichts. Genau, 4 Stunden pro Tag, dass man halt auch richtig geil erkunden kann. Und dann werden wir zu zweit die untote Welt hier unsicher machen. Das wird auf jeden Fall auch nochmal lustig. So, ich mache jetzt ein bisschen Gamma hoch. Ist zwar jetzt für die Atmosphäre natürlich nicht so der Hammer, aber dann seht ihr halt wenigstens was. Ich muss tatsächlich nochmal Äste farmen. Der Speicher leckt vom. Ich will mal Blutmond sagen, vor der Horde. Ja, geht bald los, Leute. Geht bald los. Ja, wenn alles gut geht, gibt es dann morgen 7 Days to Die, sozusagen der Vorgänger von Night of the Dead. Mit dem guten Shol und dem lieben Dante. Sollte da nicht verpassen. Ist auf jeden Fall sehenswert, sage ich mal. Weil dann sind einfach drei Lappen vereint und versuchen zu überleben. Das ist immer geil. Ich könnte auch sagen, die Dreilappigkeit oder so ähnlich.
So. In wenigen Minuten startet die letzte Horde für heute. Jetzt geh doch mal. Die geht nicht weg. Was ist jetzt los? Alter. Jetzt war ich aber gerade ganz kurz, ne? Ein bisschen. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich da jetzt nicht weggekommen wäre. Bis Horde beginnt. Bis die Horde beginnt. So. Achso, können wir das eigentlich noch irgendwie reparieren? Stück Eisen. Okay, das kriegen wir hin. Ich würde eigentlich gern die Lichter da schon behalten wollen. Hä? Ich habe doch gerade die Waffe gewechselt. Also ein Stück Eisen, das ist ja mal schnell gemacht. Weil die Lichter, die sind schon ziemlich geil. Erstens sieht man dann mehr. Logisch, klar. Und zweitens habe ich den Eindruck, dass die tatsächlich auf diese Lampen anspringen, so ein bisschen. Dass die auf die Lampen losgehen. Und dann erst auf die Base. Also ich glaube, hier wird dann mein Punkt sein, wo ich stehen werde. Ach ja, reparieren. Klar. Tja, ich würde sagen, ich bin bereit. Allzeit bereit. So, geheilt sind wir auch. Jetzt dauert es vielleicht noch 2-3 Minuten. Dann geht's los. Ich finde meinen kleinen Panic Room ja eigentlich ziemlich cool, ne? Oh. Schande, haben wir nicht zu Ende abgegradet. Ich dachte, ich hätte es fertig gekriegt. Na gut. Ja gut, die Tür nicht, ne, aber ist ja klar, hat man ja gesagt. Ich habe auch kein Material mehr. Obwohl doch, doch. Was fehlt, ist noch eine Stahlstange, glaube ich, ne? Machen wir zwei, dann sind wir auf der sicheren Seite. Wieso habe ich das denn übersehen? Ja, zwei, passt, perfekt. So, jetzt aber, oder? So, die Tür lassen wir natürlich auch offen. Dass wenn irgendwas ist, dass wir gleich reinrennen können. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was passiert. Ist sowieso fraglich, wenn die meine Base platt machen, ob dann der Käfig überhaupt, also der Panic Room überhaupt dann bestehen bleibt. Ich glaube nämlich nicht. Außer wir ziehen jetzt hier noch Pfeiler rein und werten den noch auf. Das könnten wir noch versuchen. Müsste ja eigentlich gehen, oder? Ach, da brauche ich ein Seil. So, das scheint zu gehen. Ja, super. Da. So, dann bleibt zumindest ein Teil. Bleibt dann stehen. Vielleicht nicht alles, aber ein Teil der Decke bleibt dann stehen und dann kann ich mich da tatsächlich dran verteidigen. Müsste wahrscheinlich, warte mal, wenn ich mir das mal so anschaue. Ja, da beim Tresor müsste noch ein Pfeiler hin. Ich glaube aber, hier kann ich keinen Pfeiler einziehen. Oder geht das? Nee. Macht er nicht. Da könnte ich noch einen reinmachen. Aber wenn ich hier einen hinmache, dann komme ich hier nicht mehr durch. Nee, das ist okay so. Wie gesagt, bis dahin läuft noch viel Wasser am Fluss runter, bevor die mich dazu zwingen, dass ich wirklich da reingehe. Kann ich auch nochmal eine Säule, eine Strebe einziehen? Ja, wunderbar. Haben wir doch die Zeit auch, sage ich mal, wirklich sinnvoll gefüllt. Wir haben die Base ordentlich
abgegradet. Wir haben die Base jetzt hier richtig schön, ja, verbessert. Also ich werde überlegen, vielleicht mal gucken, ob ich daran überhaupt jetzt groß noch Verbesserungen vornehmen kann. Ich glaube ja fast schon nicht. Aber ist jetzt auch erstmal nicht relevant. Jetzt ist erstmal die Horde relevant. Was kommt jetzt alles da rein? Ah ne, das Fleischkram brauche ich. Zack. Was habe ich hier eigentlich? Schmerzmittel plus 5. Ah, okay. Hier die legen wir uns mal auf die 7. Dann können wir nämlich instant was futtern, wenn es losgeht. So. Wir sind bereit, würde ich sagen, oder? Freunde, wir sind bereit, aber sowas von bereit. Ah, ich kann ja nochmal die Falle nachfüllen. Samen, Samen, Samen. Ach, habe ich sogar noch in der Tasche. So. So, würde sagen, das ist jetzt die letzte Minute vor der Horde. Dann geht der Spaß von vorne los. Ich bin gespannt. Wie viele Bäume sind denn jetzt hier auf einmal nachgespawnt? Ich habe doch gerade keinen Schlag gemacht. Krass. Wow, Wahnsinn. Ey, die müssen weg. Die muss ich wegmachen. Wenn ich jetzt hier stehen lasse, dann kommen die ja... Gehen ja einfach hinter den Bäumen, so ungefähr, wie ich Pech habe. Nee, 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 die müssen ja noch weg, die Bäume. Die standen eben gerade noch nicht. Unfassbar. Da wollte mich das Spiel am Ende nochmal foppen hier, ey. Glaubt das denn? Nö, so nicht, ja, Freunde. So nicht. So, es beginnt. Hä? Ah, ich wollte gerade schon sagen. So, lasset die Spiele beginnen. Ich mache jetzt, eine Lampe da weg, ne? Die geht mir voll auf den Puffer. Muss natürlich die Lampe auch treffen. Ich sehe halt nicht viel im Moment. Wir müssen mal ganz kurz einmal ein bisschen runternehmen, damit ich das auch sehe, dass ich die Lampe anvisiere. So, das ist die Balliste. Nee, ich weiß, ich visiere nämlich die ganze Zeit gerade die Balliste an. Ne, ich sehe, ich kriege die Lampe nicht. Ich kriege die Lampe nicht anvisiert. Das ist ja doof. Na gut. Machen wir sie wieder ein bisschen hoch. Damit wir wieder etwas sehen. Oh, ich sehe gerade, ich habe Level-Ups. 3 Stück. Na, wo sind sie denn, die Freunde? Ich sehe schon den ersten. Ersten Gumpel sehe ich schon. Und das wieder so ein Explosionstypen. Wieso schießt diese Balliste? Ich bin gespannt, ob sich das mit den unteren Ballisten jetzt auszahlt, ne? Das finde ich jetzt aber nicht witzig, dass die ja von da unten kommen. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht witzig. Wenigstens kann diesmal nichts brennen. Das finde ich überhaupt nicht witzig, dass die jetzt von da unten kommen. Ah!
Komm, du Metzger! Okay, offenbar haben die Zombies sich jetzt mal überlegt. Wir kommen aus einer anderen Richtung. Und kommen jetzt von da unten. Interessant. Das heißt, ich baue jetzt einfach noch eine zusätzliche Balliste. Was brauche ich dafür? Motor und Leder und Kram. Ja, ja. Moment, habe ich das überhaupt alles da, was ich dafür brauche? 6 Nägel, Platte. Warte mal, das da, das da. Ich habe keine Eisenbarren mehr, ne? Schande. Ne, ich kann keine mehr bauen. Ich kann keine bauen. Gibt keine Balliste. Obwohl doch. Moment. Das da. Dann brauche ich noch das und das. Okay, dann brauche ich jetzt noch den Motor. Der war, glaube ich, hier. Genau. Was brauchte ich denn noch? Ein Eisenbarren. Und das bearbeitete Leder. Oh Gott, wo habe ich das hingeballert? Da habe ich es hingeballert. Macht das Sinn? Ich hoffe, dass das jetzt kein Fail war. Na, ich komme nicht dran. So rum. Ich brauche eine Treppe, ich brauche eine Treppe. Ist aber echt witzig, ne? So, die ganze Zeit kamen die immer von links. Jetzt habe ich alles an Verteidigung auf links soweit wirklich ausgerichtet hier. Ja, so dass die von diagonal hochkommen. Ey. Und jetzt kommen die auf einmal von unten. Also ist jetzt nicht schlimm, aber. Sehr schön. Habe ich halt nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ist ja doof, dass die Ballisten schießen, obwohl da was im Weg ist, ne? Das ist ein bisschen doof. Jo, aber ich würde sagen, das rocken wir doch hier gerade sehr gut. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob ich mir Sorgen machen müsste. Sieht schon geil aus, so von hier oben. Ihr seht das natürlich ein bisschen besser als ich. Was, glaube ich, bei euch wieder, wie gesagt, ein bisschen heller als bei mir. Diese roten Wolken. So, wir laden mal nach. Ich überlege gerade, die hinteren hier, die brauche ich ja dann nicht. Achso, die ist schon leer, die sind schon leer geschossen hier. Die haben jetzt einfach sinnlos irgendwo hingeballert, wahrscheinlich. Genauso wie die hier unten. Die haben jetzt wahrscheinlich auch relativ, ja, ja, sinnvoll. Einfach nur in eine Wand reingeschossen. Naja, passiert. Nicht schlimm.
Ah, die. Okay, jetzt kommen wieder ein paar. Genau. Ah, dieses Viech da, ne? 57 Pfeile. Oh. Okay, sie haben das Explosionsteil weggeholt. Sehr gut. Ich wollte gerade so ein bisschen mit Pfeil und Bogen auf den schießen. Und wir können auch hier mit dem Gewehr. Alter. Die werden hier gut zerlegt gerade, ey. Schönes Ding. Das sieht doch gut aus. Warum auch immer das jetzt gerade so laggt. So. Ich habe keine Bolzen mehr. Ich muss noch mal ein paar Bolzen machen. Gut, dass ich noch... Ach, ich habe ja Äste. Stimmt, ich habe ja eben noch mal Holz gefarmt. Perfekt. Top. Weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Hey, hey. So. Ah, hier, guck mal. Ganze Inventar voll mit Bolzen. Schön. Gleich mal nachfüllen hier. Ich glaube, wir sind sowieso fast durch, ne? Ja. Es müsste eigentlich nochmal eine Abschlusshorde kommen und dann war es das. Aber die war jetzt klein, oder? Also ich würde schon behaupten, diese Horde war jetzt klein. Also die war ja nicht mal ansatzweise so irgendwie wie die letzte, finde ich. Weil wenn man mal bedenkt, dass jetzt ja... Oh, was? Achso. Dass jetzt ja nur 3 Ballisten effektiv wirklich drauf geschossen haben. Und in der letzten Runde haben ja die 4 drauf geschossen. Und die sind ja wirklich bis rangekommen. Und dieses Mal, ja, da liegen ein paar Lootsäcke, aber das meiste wird irgendwie auf dem Feld liegen. Ah, ich hasse diese explosiven Viecher. Töte es, bevor es Eier legt! Könnten ja wenigstens ihren Kollegen mit den Tod nehmen, wenn sie schon sterben. Ey, Metzger, lass meine Lampe in Ruhe. Ah, jetzt haben wir nochmal eine schöne Abschusshorde hier. Geilo. Oder kommen die jetzt nicht mehr von links, weil ich da die Lampen stehen habe, dass die das Licht nicht abkönnen? Kann das sein? Boah, schön den Rücken weggesenzt hier. So. Das war's, meine Freunde, das war's. Ja, irgendwie war diesmal jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber gut, ich habe natürlich auch dolle aufgerüstet, muss man echt sagen. Mal mit den ganzen Ballisten und so, ne, also da ist ja schon einiges passiert. Okay, wir sammeln Pilze zwischendurch, kein Problem. Insofern ist das natürlich, ist da natürlich für die Zombies nicht mehr so ein gutes Durchkommen. Und also man sieht das ja, ne, wie weit meine Ballisten die ja wirklich schon zerlegen. Aber das hatten wir ja schon mal. Ich erinnere mich, das war glaube ich im letzten Stream, da hatten wir das ähnlich, dass ich da zwischendurch dann dachte, okay, bisschen, okay, jetzt ist es ein bisschen, ne, wenn wir uns da mal erinnern. Dieser Stream hier, ne, mit den Zombie-Horden,
der war dann auf einmal ein bisschen härter. Also ich weiß nicht, ob sich die Zombies vielleicht sogar, ob das so programmiert ist, dass sie sich dann an meinem Entwicklungsstand orientieren. Weil das Spiel weiß ja, was ich gebaut habe. Ist ja nur Software-Code. Das wäre jetzt interessant, vielleicht fürs nächste Mal dann zu wissen, wie dann die Zombie-Horden in Zukunft aussehen. Ob die dann vielleicht brutaler werden. Also ob die Dollar, ne, mehr und so. Und vor allem diese Explosionsviecher jetzt dazu noch mehr kommen. Das ist halt auch so ein Ding. Oder ob sich das vielleicht auch so ein bisschen danach richtet, was ich so erkunde. So. Auf jeden Fall haben wir diese Welle also mehr als entspannt überstanden. Hier, von hier kam jetzt diesmal gar nichts. Das wäre jetzt wirklich nochmal interessant zu wissen, ob es tatsächlich an den Feuern lag. Weil es hier halt hell ist und die vielleicht die Helligkeit nicht mögen oder so. Keine Ahnung. Ich werde es testen. Ich werde noch weitere Lichter aufstellen um die Base rum. Ich werde alles taghell ausleuchten, auf jeden Fall. Und da bin ich mal gespannt, auf jeden Fall, definitiv, wie das dann so weitergeht. Und ich bin auch gespannt, ob das hier irgendwas bringt. Ah doch, hier. Okay, jetzt gucken wir mal ins Inventar, was wir haben. So, das kommt ja dann hier nach ganz unten. Alles nehmen. So, was haben wir jetzt bekommen? Achso, Eier jetzt oder was? Also offensichtlich ist ja irgendwas... Ja, hier, Eier. Wir hatten Eier. Okay, aber keine Federn. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir auch Federn bekommen. Juti! So, dann soll es das auf jeden Fall für heute erstmal wieder gewesen sein. Bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen, wenn alles klappt, zu 7 Days to Die wieder. Falls irgendwas dazwischen kommt, dass wir, was jetzt nicht an mir liegen wird, dass wir morgen nicht 7 Days to Die spielen, dann werden wir höchstwahrscheinlich hier weitermachen. Dann werde ich zusehen, dass wir dann auch nochmal irgendwie da hinten die Stadt weiter erkunden und, und. Also da wird es dann auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen. Okay. Zu sehen geben, hoffentlich. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Macht's gut.